Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Episode Nummer 107 ist heute am Start und wenn es euch gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, denn die heutige Episode beinhaltet drei Spiele, drei sehr interessante Spiele, und zwar einmal gegen den Chelsea Football Club, dann noch gegen Southampton und gegen die Tottenham Hotspurs. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch alle drei Spiele an und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid, und wir haben bald ja die Transferperiode im Winter erreicht und in dieser kann ja Ronaldo kostenlos mehr oder weniger wechseln, ja, also quasi ablösefrei. Die Sache ist, machen wir das nicht, denn es gibt noch andere Spieler, unter anderem Eden Hazard. Das heißt, auch der ist eventuell noch mit dabei. Einer von den beiden oder sogar beide werden unserem Verein beitreten. Ich bin sehr gespannt, was das Ganze bringen wird. Heute spielen wir erstmal, ja, jetzt so ein bisschen mit einer B11 gegen Chelsea, denn wir müssen unsere Spieler schonen. Wir hatten Champions League, glaube ich, letzte Episode am Ende oder im Pokalspiel. Auf jeden Fall sind die nicht mehr ganz so fit und deswegen spielen wir unter anderem mit Coman in der Start. Er wurde auch mit Alex Oxlade-Chamberlain und Nastasic, der in der Innenverteidigung spielen wird. Vorne drin mit Campbell und Ibrahimovic, das heißt, unsere BF ist immer noch extrem, extrem gut, gar keine Frage. Aber ob es für Chelsea reicht, das ist halt im Endeffekt dann ja doch noch das Problem, weil Chelsea halt auch wirklich einen sehr, sehr starken Kader hat. Auch wenn sie natürlich, wie immer, gegen den ja quasi Spieler des Karrieremodus nicht mit ihrer Top-11 antreten. Aber egal, wir werden mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder. Übrigens ist Chelsea relativ weit oben in der Tabelle, ich glaube sogar Zweiter. Wird also eine enge und interessante Partie. Bis gleich und viel Spaß. Der Zweite gegen den Ersten, das Spitzenspiel der Premier League. Newcastle United gegen den Chelsea Football Club. Zieler, Yaman, Nastasic, Martinez, Mendy, Geis, Oxlade, Chamberlain, Coman, De Jong, Ibrahimovic und Campbell, die B11 quasi aufgeboten bei den Magpies Team St. James' Park vor heimischer Kulisse natürlich überzeugen wollten. Auf der anderen Seite stand keine B11 auf dem Rasen. Allerdings gab es auch da einige Spieler, die überraschend in der Startelf waren. Unter anderem, den wir hier sehen, Todd Kane, der hinter Courtois als zweiter Spieler da lang geht. Mit Zuma, Cahill und Azpilicueta bildet er die Verteidigung. Courtois, wie gesagt, im Tor auf der 6, Mikel und Ramirez, davor Moses, Eden Hazard, Thorgan Hazard und Fernando Torres. Also eine sehr, sehr gute Aufstellung. Auf der Bank noch Matic, Cech und Fabregas. Also auch da haben sie noch gute Optionen. Hier sehen wir gerade Nemanja Matic. Und die Fans waren sowohl auf Newcastles Seite, also die Toon Army, genauso wie auf der anderen Seite die Fans der Blues, sehr, sehr gut gelaunt, wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen, denn es war natürlich ein wichtiges Spiel. Newcastle könnte wegziehen oder Chelsea könnte aufholen. Beides war möglich und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so viel länger drum, sondern gucken uns noch kurz an, wer der Schiedsrichter ist. Mike Jones nämlich, der dieses wichtige Spiel leiten sollte. Und dann schauen wir uns noch Eden Hazard an, der momentan ja seinen Vertrag nicht verlängern möchte und eventuell ablösefrei zu haben ist. Nochmal kurz die Chelsea-Fans und dann geht's auch los in die erste Szene der Partie über Campbell. Wie gesagt, die B11 war auf dem Platz, aber die spielte gar nicht so. Eine Minute rum, die Flanke auf Ibrahimovic und da knallt es an die Latte und der Nachkopfball quasi von Campbell geht am Tor vorbei. Das war eine sehr, sehr spannende Szene direkt zur quasi Spielbeginn. Allerdings ging es genauso weiter. Newcastle spielte deutlich besser, Ball auf 7, De Jong im 16er nicht angegriffen, 1:0. 10. Spielminute, Campbell mit der Torvorlage und das war wunderbar gemacht vom Niederländer. Läuft da perfekt ein. Ibrahimovic wäre notfallsweise auch noch da gewesen. Das war eine gute Vorlage auch von Campbell und es steht dann 1:0, weil Courtois nicht mehr rechtzeitig runterkommt. Verdient auch zu diesem Zeitpunkt diese Führung, weil Newcastle das deutlich bessere Team war und Chelsea in der Offensive gar nichts brachte. Da passierte nur was auf der anderen Seite über Kingsley Coman, den Franzosen hier, und der hat nämlich eine schöne Idee, passt in die Mitte auf Campbell und der wird gefoult. Gibt aber keinen Elfmeter. Wir gucken uns das Ganze in der Wiederholung an. Eigentlich ein klarer Elfmeter. Cahill geht dann nur in den Gegner, trifft zwar auch am Ende den Ball, aber das hätte Elfmeter geben können. Genauso wie diese Situation hier. Campbell wieder im 16 und fällt wieder hin, kurz vorm Abschluss. Diesmal war es allerdings ja weniger eindeutig. Da zieht ihm Azpilicueta noch so ein bisschen am Arm, aber ob das reicht, ist halt die Frage. Trotzdem wurde ja quasi für Campbell nichts gepfiffen. Das machte Newcastle ein bisschen sauer. Geis versucht es hier mal aus der Distanz nach 35 Minuten, aber der Ball geht am Tor vorbei. Die größeren und einzigen Chancen auf Seiten der Magpies, wie gesagt, bei Chelsea ging absolut nichts nach vorne. Allerdings traf Newcastle das Tor nicht. Wieder Campbell mit der Flanke in die Mitte und da ist Oxlade Chamberlain. Er kommt nicht ran, sondern Ramirez, und das war die unschönste Szene im ersten Durchgang, denn Ramirez blieb verletzt liegen und musste ausgewechselt werden. Verdacht auf Knöchelbruch bestätigte sich später. Bitter für den Brasilianer, der heute in der Startelf stand. Oxlade Chamberlain kann da natürlich nichts für. Für ihn kam dann Fabregas in die Partie zur Halbzeit, aber es wurde nicht besser, nur Newcastle spielte weiterhin. Campbell gegen Kurt Zuma ist natürlich schneller als der Franzose, macht das dann hier klasse, der Pass in die Mitte. De Jong zieht aber nicht direkt ab, sondern mit links aus der Drehung, kein Problem für Courtois. Es blieb beim 1
1:0. Das war das Problem bei Newcastle. Wie gesagt, sie nutzten die Chancen nicht, spielten aber deutlich besser. Coman hier kriegt den Ball und will die flache Flanke reinschlagen. Cahill ist aber da. Es blieb einfach die ganze Zeit beim 1:0, weil Newcastle seine Chancen vorne nicht konsequent genug ausspielte. Sie versuchten es aber, wie gesagt, als einziges Team hier auf dem Platz, denn Chelsea in der Offensive quasi abgemeldet. Coman setzt sich hier durch gegen Moses und gegen Todd Kane, macht das klasse, der Ball in die Mitte und da ist wieder De Jong und wieder abgewehrt. Diesmal von Gary Cahill. Das war sehr, sehr wichtig in der Situation, denn sonst hätte es hier 2:0 gestanden. Weiter ging es über Daryl Janmaat, über die Außenseite, Flanke in die Mitte. Ibrahimovic kommt nicht ran, das Ganze abgewehrt und dann kam es, wie es kommen musste. Chelsea mit der ersten Chance ihrer Partie, der erste Torschuss der Partie könnte hier zustande kommen. Cahill im 16er Innenverteidiger mit aufgerückt, letzten Minuten und Nastasic mit dem blöden Foul. 83. Minute von hinten in die Beine vom englischen Nationalspieler, vom Kapitän der Nationalmannschaft momentan. Und das gibt natürlich die gelbe Karte und Elfmeter nach 84 Minuten. Wie gesagt, noch kein Torschuss. Es wäre ungefährlich gewesen. Cahill quasi auf dem Weg nach außen und dann diese unnötige Grätsche und Hazard, der eventuell den Verein wechselt, der seinen Vertrag nicht verlängern möchte, mit der Chance auf das 1:1. Die nutzt da auch der Ausgleich in der 85. Spielminute oder nach 85 Minuten. Unverdient natürlich und sehr, sehr bitter für die Magpies. Aber Zieler, der heute für Begovic im Kasten stand, kann da absolut nichts machen. Es fällt das 1:1, es fällt der Ausgleich. Dementsprechend musste Newcastle nochmal nach vorne kommen. Über hier wird wieder gefoult, aber es gibt wieder keinen Pfiff, auch wenn es ein eindeutiges Foul von Todd Kane war. Und am Ende gab es sogar noch die Riesenchance für Chelsea, hier tatsächlich den Siegtreffer einzufahren. Moses im 16 und Nastasic wirft alles rein, was er hat. Und wer hat diesen Ball tatsächlich noch ab? Der Konter wird eingeleitet über Nightingale. Und da sind jetzt 4 Spieler gegen 3 von Chelsea. Jetzt sind es mittlerweile 4. Ibrahimovic auf Kingsley Coman, der die Seite gewechselt hat, macht das gut mit der Hacke auf Campbell. Der traut sich aber nicht zu schießen, wird erstmal abgelaufen, legt den Ball dann nochmal nach außen, beziehungsweise verliert ihn. Da kriegt ihn nochmal wieder, dann geklärt. Und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle verspielt also gesichert gelaufte 3 Punkte, verliert hier 2 Punkte im Rennen um die Meisterschaft gegen den Chelsea Football Club, die ganze Partie über die schlechtere Mannschaft waren, gerade mal einen Torschuss hatten, eine Torschance so wirklich, und trotzdem schaffen sie es hier aus dem St. James' Park mit einem Punkt abzuhauen. 1:1 zwischen Newcastle und Chelsea, dem ersten und zweiten. Ja, das war jetzt sehr, sehr bitter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich hätte nicht erwartet, dass Chelsea irgendwie noch mal vorne kommen würde. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass sich dann der Cahill nochmal so drehen würde, dass ich dann quasi von hinten in die Beine schrubbe. Aber gut, so kann es passieren. Wir haben neue Scout-Berichte, die sind aber abgesehen vom letzten Spiel nicht so wirklich interessant. Müssen wir mal schauen, was daraus werden wird. Haben dann noch hier so ein paar Griechen, die aber auch nicht so wirklich interessant sind. Und ein paar Engländer, die aber auch allesamt bis auf den Keeper da gerade nicht so krass sind. Von daher mal sehen, wie das in Zukunft weitergehen wird. Wir sind, wie gesagt, kurz vor der Transferperiode. Wir haben hier unter anderem jetzt gleich das Spiel gegen die Saints, gegen Southampton. Und wir haben einen Vertrag, den wir verlängern könnten. Und zwar direkt Chamberlain will weniger haben, als er eigentlich bisher hat. Es droht der Spielerverlust. Er könnte nämlich in 6 Monaten auslaufen, beziehungsweise im Winter jetzt quasi kostenlos wechseln. Allerdings möchte er seinen Vertrag, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, auch nicht verlängern. Er hat keinen Bedarf, er möchte auf keinen Fall verlängern. Deswegen weiß ich nicht so wirklich, warum mir das gesagt wurde. Ich habe es dann nochmal versucht und nochmal versucht, aber es geht einfach nicht. Das heißt, auf jeden Fall wird uns Chamberlain verlassen. Die Frage ist, ob es für eine Ablösesumme wird im Winter oder halt quasi ablösefrei im Sommer. Das müssen wir nochmal schauen. Das hat sich ganz nach hinten verbannt. Der ist in unserer Aufstellung jetzt absolut gar nicht mehr gefragt. Zunächst mal, nachdem er diesen unfassbar dumme Elfmeter verschuldet hat, auch wenn das natürlich nicht unbedingt seine Schuld war, aber egal. Wir haben allgemein jetzt eine andere Aufstellung natürlich. Remy kommt wieder rein, genau wie Reus. Ibrahimovic geht wieder raus, Altobelli geht auch raus und Coman geht auch wieder raus. Dafür kommt, glaube ich, sogar Draxler in die Startaufstellung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Wir spielen mit Niang rechts und Pavon links, da machen wir es halt so, oder spielen wir doch mit Draxler? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir spielen mit Zippel auf der 6 für Geis. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir damit in die Partie gegen Southampton. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Nach dem bitteren 1:1 gegen den Chelsea Football Club musste Newcastle heute im St. Mary's Stadium gegen die Saints antreten, gegen die Heiligen, gegen Southampton. Die wollten natürlich 3 Punkte einfahren, allerdings war Newcastle die Saison immer noch ungeschlagen in der Liga. Dementsprechend sollte das natürlich schwer werden und es gab eine Überraschung in der Startelf der Saints und zu der kommen wir auch gleich. Bei Newcastle gab es keine wirklichen Überraschungen nach der quasi B11-Aufstellung im Spiel gegen Chelsea. Spielte heute wieder die A11 unter anderem mit Begovic wieder im Kasten zurück. Kapitän bei den Saints war Schneiderlin und der führte folgende Mannschaft auf den Rasen im Tor. Das war die Überraschung. Cropper anstelle von Fraser Forster. Davor Klein, der ehemalige Magpie, Young, Amiva, Gardos, Bertrand, Schneiderlein, Isgrove, Cork, Reed, Mané und Pelle in der Startaufstellung. Auf der Bank unter anderem noch Dusan Tadic und Chaik Tioté, ebenfalls ein ehemaliger Magpie. Auf der anderen Seite hatten wir keine ehemaligen Saints, abgesehen von Alex Oxlade-Chamberlain, aber der stand gar nicht erst im Kader, will wohl seinen Vertrag nicht verlängern und dementsprechend wechseln und saß nur auf der Bank. Rechtes Mittelfeld, Niang, dahinter dann Begovic, Jambat, Laporte, Sané, Mendy, Sippel, Thomas
Walker, Bayer, Remy und Reus. Das heißt, eine gewohnte Aufstellung, abgesehen von Oxlade-Chamberlain, der halt draußen saß, und Niang dafür als einzige Neuerung auf der rechten Seite. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und Newcastle startete deutlich besser hier mit der Balleroberung von Remy. Der setzt sich dann klasse durch gegen Bertrand außen und die Flanke kommt und wird gefährlich für Cropper. Das war zwar ein Kopfball vom eigenen Mann, aber trotzdem auf jeden Fall gut, dass er da so hingehen kann. Es ging weiter mit Newcastle, die waren wie gesagt das bessere Team und kamen zur ersten richtig großen Chance über Reus. Da lässt die Verteidigung ihren Keeper komplett im Stich und im Endeffekt ist Remy da und macht das 1:0. 18. Spielminute, die Führung für die Magpies. Das war ganz, ganz bitter. Der Ball war quasi schon sicher nach diesem fehlgeschlagenen Pass von Cabella, aber dann kommt der Ball irgendwie nochmal zu Reus. Der setzt sich dann klasse durch. Sein Abschluss noch gut gehalten von Cropper, aber dann ist niemand bei Remy und es steht 1:0 nach knapp 20 Minuten. Nach knapp 20 Minuten wollte dann aber auch der Southampton quasi direkt wieder zurückkommen über Klein und da ist Reed, aber der verzieht dann doch deutlich. Sie waren jetzt aber engagiert, hier irgendwie zurückzukommen in die Partie über Sadio Mané, der da hier außen gut durchsetzt, wird nicht angegriffen, Ball auf Klein, zurück in den Rückraum auf Isgrove, die Latte rettet für Begovic und Kebbele hat nochmal den Kopfball dahinterher, nicht Campbell, sondern Pelé hat nochmal den Kopfball, aber der geht übers Tor. Weiter geht's mit Newcastle, die waren richtig gut im Spiel und wenn sie nach vorne spielten, war das richtig, richtig schön. Reus, Cropper kommt nicht raus, 2:0, 35. Minute, die zweite richtige Chance für Newcastle, die sie selber herausgespielt hatten und die von einem Schuss ja quasi vom eigenen Mann herrührte und direkt das 2:0, das war wunderbar schnell gespielt, Remy auf Reus und dann kann sich Cropper nicht entscheiden, komme ich raus, bleibe ich drin und genau diese Unsicherheit nutzt der deutsche Nationalspieler natürlich eiskalt aus und es steht 2:0. Die Sands also im Hintertreffen und sie kamen auch nicht mehr wirklich hinten raus. Jetzt ging es weiter mit Newcastle. Reus erobert sich den Ball, wunderbar gemacht. Remy legt weiter auf Cabella, aber der zieht am Tor vorbei. Cropper muss nicht eingreifen. Es blieb beim 0:2. Er sagt seinen Leuten da hinten ruhiger zu spielen, aber die hatten keine Chance. Thauvin setzt sich hier wunderbar durch. Der Pass in die Mitte abgewehrt, aber da hinten kommt nochmal Remy, Cabella nochmal abgewehrt. Also es war hier wirklich mehr oder weniger ein Schützenfest, denn es ging nur aufs Tor von Southampton und auch in der zweiten Halbzeit ging es so weit. Allerdings mangelte es jetzt an Präzision. Reus kann sich nicht wirklich entscheiden, macht dann allein oder flankt da. Er flankt aber auf den 16er Kante und da steht Benjamin Mendy, aber der zieht weit am Tor vorbei. Hätte wohl besser, wer anders da stehen soll. Auf der anderen Seite gab es dann die erste richtige Chance im zweiten Durchgang für Southampton. Tadic hier mit dem direkten Freistoß von der 16er Kante. Gott sei Dank kein Elfmeter, das hatten sie ja gegen Chelsea, aber so blieb es hier beim 0:2. TOT machte dann auch nochmal einen guten Versuch, versucht hier die Flanke reinzubringen, abgefälscht und ganz knapp über die Latte. Begovic muss wieder nicht eingreifen. Es war dann quasi die letzte Aktion der Sands. Eine gab es noch von Newcastle. Remy hier über außen, der Klasseball auf die andere Seite auf Reus, der macht wieder Kleinholz aus Klein, setzt sich wunderbar durch, der Schuss dann aber zu schwach und Cropper kann sich nochmal auszeichnen. Das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle nach dem bitteren 1:1 und Punktverlust gegen Chelsea heute auswärts im St. Mary's Stadium mit einem sehr, sehr hart erarbeiteten Sieg. Natürlich hat die Präzision an manchen Stellen gefehlt, aber in zwei Situationen war sie immerhin da und das reicht halt für die drei Punkte. Southampton hat sich alles in allem nicht gut genug verkauft, um die Magpies hier zu schlagen. 2:0 für Newcastle. Drei Punkte wieder eingefahren, damit haben wir die mitgenommen, die wir eigentlich hätten gegen Chelsea auch haben sollen, aber gut, so kann der Fußball halt laufen, das kennen wir ja. Und jetzt kommen wir auch gleich schon hier zu der Aussage von Oxlade-Chamberlain, der ja gerade auch nicht gespielt hat, vollkommen zu Recht, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Das ist natürlich bitter für uns, aber gut, dann nehmen wir halt notfallsweise keine Ablöse, weil so viel wert ist der jetzt auch wieder nicht und so gut jetzt auch wieder nicht. Ich versuche aber, wie ihr sehen könnt, trotzdem nochmal, und zwar mit 85.000 Gehalt und wichtiger Stammspieler, aber er möchte halt nicht drüber reden und dann können wir da nichts gegen machen. Wir werden in unserer Jugendmannschaft ein bisschen ausräumen, Ortiz, Palazón, Akpon, Lahore, der möchte gerne ja quasi einen Profivertrag, was ich nicht so ganz verstehen kann. Dele geben wir auch frei. Und Akpon, Lahore, der ist halt noch nicht so wirklich auf dem Stand. Ne? 65 bis 69 hat 81 bis 87 Potenzial. Deswegen kicken wir ihn mal ganz raus aus der Jugendmannschaft und der wird jetzt irgendwo anders sein. Auch Thibaut Plessis möchte gerne ja quasi den Verein verlassen, beziehungsweise die Fußballschule verlassen. Das will ich aber nicht zulassen, denn der ist wirklich gut. Hat 88 Potenzial als Linksverteidiger, deswegen nehmen wir den sogar in die Mannschaft, auch wenn er selber nur, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel er hat. Auf jeden Fall nicht so viel. Und es möchte noch einer weg, und zwar Clément, ebenfalls ein Franzose, und der ist richtig gut. Diesmal, das ist nämlich ganz oben, Abdoulaye Clément, der hat sogar 70 bis 74, schon 88 bis 94 Potenzial, und so einen muss man natürlich halten, deswegen wird er hier unser sporadischer Spieler schon mal, und unser neuer Linksverteidiger, und wir behalten den, ich weiß gar nicht, warum wir den anderen behalten haben, und dann Akpon Lahore, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendeinen Grund wird das gehabt haben. Wir haben noch das schwerwiegende Vertragsproblem mit Oxlade-Chamberlain, der möchte, wie gesagt, wechseln, da können wir aber nichts gegen machen, und wir spielen heute in der Episode noch gegen Tottenham und werden noch kein Angebot für Ronaldo abgeben, das können wir nämlich noch nicht, denn wir sind ja noch nicht wirklich im Transferfenster, aber die Frage, ob Ronaldo kommt, die ist immer noch offen, denn an sich hätte ich schon ganz gerne, zumindest nochmal für ein, zwei Jahre, den Cristiano in unserem Kader, das wäre nochmal richtig lustig. Überleg mal die Kombination aus Reus, okay, Ibrahimovic wird aufgehört haben dann wahrscheinlich, aber aus Reus, Hazard und Ronaldo, das wäre doch einfach nur krank, oder? Wir gehen ins nächste Spiel gegen Tottenham, viel Spaß und bis gleich.
Das Stadion der Tottenham Hotspurs heißt White Hart Lane und war natürlich ausverkauft, als Newcastle United zu Gast war. Der Meister und momentan auch ungeschlagene Tabellenführer der Barclays Premier League war zu Gast und die Spurs aus London mussten hier heute eine richtig schwere Aufgabe verrichten, waren nicht gut in die Saison gekommen und kamen immer noch langsam erst in Tritt. 19 Spiele, 26 Punkte, natürlich nicht der quasi Anspruch der Spurs. Allerdings standen sie so auf Tabellenplatz 9 und mussten sich heute beweisen gegen Newcastle, dass das Ganze auch besser ging. Die allerdings standen hier wieder mit einer richtig starken Elf auf dem Rasen, nachdem es ja gegen Southampton richtig gut funktioniert hatte. Wir werfen gleich da mal einen Blick drauf. Eine Überraschung gab es so ein bisschen in der Startelf und dazu kommen wir auch gleich. Zunächst einmal schauen wir auf Laporte und dann sehen wir doch schon die Überraschung gleich daneben und zwar Callum Chambers und Daryl Yammer beide im Kader. Chambers spielt heute für Sané in der Innenverteidigung. Sehr interessante Variante. Mal sehen, wie das Ganze funktionieren sollte. Bei den Spurs, Worm, Walker, Kabul, Vertonghen, Asuekoto auf der Linksverteidigerposition davor, dann Dembele und Paulinho auf der Doppel-6, Townsend, Pritchard und Eriksen in der Offensive zusammen mit Roberto Soldado, der den Stürmer geben sollte. Adebayor unter anderem auf der Bank, genauso wie Erik Lamela oder auch Louis Holtby. Das heißt, da haben sie auf jeden Fall noch Potenzial, aber das war natürlich auch bei Newcastle gegeben. Begovic, Janmaat, Laporte, Chambers, Mendy, wie gesagt, in der Defensive. Dann Sippelforward, Draxler, Cabella, Remy und Reus in der Offensive. Auf der Bank unter anderem Martinez, De Jong, Nightingale, Ibrahimovic, Niyankoma. Also eine richtig gute Aufstellung, die sie da quasi haben. Draxler war der Neuling in der Startelf zusammen mit Chambers, der in der Innenverteidigung, wie gesagt, spielte. Niang war nicht mehr mit von der Partie, allerdings saß er zumindest auf der Bank und konnte ja im Notfall immer noch eingewechselt werden. Für Janmaat war das eventuell das letzte Spiel im McPhy-Trikot. Er soll ja im Winter wechseln. Mal sehen, wie sie ihn loswerden und ob es genug Interessenten gibt, die auch die Ablösesumme zahlen wollen. Genug Interessenten an sich gibt es auf jeden Fall. Wir springen in die erste Szene der Partie. Die gab es auf Seiten der McPhys und zwar nach gerade mal 5 gespielten Minuten über Remy Cabella, der das hier klasse macht und die Flanke in die Mitte schlägt auf Loiremi. Das wäre fast das 1:0 gewesen. Der Kopfball geht knapp am Tor von Michael Worm vorbei. Das wäre natürlich schön gewesen für die McPhys, wenn das hier so gut losgegangen wäre. Auf der anderen Seite Pritchard nach 20 Minuten mit der ersten Chance für die Spurs, aber Begovic reißt schnell genug die Arme hoch. Im Anschluss an diese Ecke, die danach folgte, gab es dann die Konterchance und zwar über Thorvald gegen Ekotto und das gibt den Elfmeter nach 24 Minuten. Dumme Aktion vom Kameruner, hält er den Franzosen am Trikot und dementsprechend gibt es zu Recht den Elfmeter und nur die gelbe Karte, das war überraschend, normalerweise eine klare Notbremse, aber er hatte sich den Ball weit vorgelegt, vielleicht der Schiedsrichter deswegen hier nur gelb für Benoit Assou Ekotto zu geben. Nichtsdestotrotz gab es den Elfmeter und somit die Riesenchance für Marco Reus, das 1:0 zu erzielen. Younes Kabul sehen wir da, der wartete quasi, der hatte den Fehler gemacht, sein Stellungsspiel war nicht gut genug gewesen, deswegen war dieser Elfmeter unter anderem zustande gekommen. Er versuchte Reus zu irritieren, mit Worten funktionierte nicht, 1:0 nach 27 gespielten Minuten, Marco Reus mit dem Führungstreffer. Das war das, was die Fans, die mitgereist waren aus Newcastle, sehen wollten. Die Toon Army natürlich wieder zahlreich im Stadion erschienen, das wie gesagt ausverkauft war und Marco Reus belohnte sie gleich für den weiten Weg, den sie aus dem Nordosten Englands hierher gereist waren. 1:0 also für Newcastle und die machten direkt weiter über Marco Reus, klasse Ball aus der Verteidigung hinten raus, er ist schneller als ja, Younes Kabul, setzt sich dann klasse durch, geht in den 16er, der Schuss aber knapp am Tor vorbei. Das hätte das 2:0 sein können, so blieb es weiterhin bei der knappen Führung für die Magpies. Auf der anderen Seite nochmal Dembele, geht hier in den 16er und hat die größte Chance für die Spurs, aber wieder eine klasse Parade von Asmi Begovic. Es blieb beim 1:0 der Bosnier hier mit dieser Glanztat. Es gab allerdings die Ecke im Anschluss und es gibt kopfballstarke Spieler bei Tottenham, unter anderem Younes Kabul, Vertonghen oder auch die einzige Sturmspitze, das ist Roberto Soldado. Köpft hier den Ball an die Latte und im letzten Moment dann der Nachkopfball ebenfalls von Soldado noch gefangen von Asmi Begovic im Rückwärtslaufen. So blieb es beim 1:0, aber ja, die Spurs versuchten jetzt mehr. Die größeren Chancen im zweiten Durchgang hatte zunächst aber mal ja, Newcastle. Draxler scheitert hier allerdings. Der Ball wird abgefälscht von Kyle Walker. Der Eckball könnte dann aber natürlich gefährlich werden, denn auch die haben kopfballstarke Spieler. Wird aber nicht so wirklich gefährlich. Und dann kommt Daryl Yammer, wie gesagt, eventuell in seinem letzten Spiel für Newcastle. Und das ja, war eher eine Flanke als ein Schussversuch. Bitter für ihn, sich hier so zu verabschieden. Aber gut, Offensive war noch nie seine Spezialität. Es kommt die 60. Minute, es kommt Lamela. Der zieht aber am Tor vorbei. Es bleibt weiterhin beim 1:0. Die Führung für Newcastle wurde aber immer knapper und dann kam Adebayor, Doppelwechsel bei Newcastle, aber Adebayor ist die wichtige Personalie in dieser ja quasi 77. Minute, denn wir gehen in die 90. Die letzte Aktion der Partie, Begovic mit dem weiten Abschlag und dann ist Walker dazwischen und der spielt den Ball nach vorne. Eigentlich total ungefährlich, geklärt auch, aber dann ist da Adebayor, setzt sich durch gegen Mendy, setzt sich auch durch gegen Laporte, abgefälschter Schuss und 1:1. 90. Minute, Nachspielzeit, 93. Minute, um genau zu sein und ja, der Togolese macht das 1:1, wird eingewechselt für den bis auf weiteres ungefährlichen Soldado, bis auf weiteres, damit ist der Kopfball gemeint, den er ja quasi zum Ende der Partie ihn hatte und dann kommt der rein, der Schuss wird abgefällt von Chambers, der eine ganz unglückliche Figur da machte und es steht 1:1, Newcastle versuchte zurückzukommen, Remy wird hier gehindert, die Szene noch nicht vorbei, Reus holt sich nochmal den Ball, die waren natürlich wütend, die wollten nicht wieder in letzter Sekunde noch 2 Punkte verschenken, allerdings war es schwer, Asuekoto hier mit allem Risiko, nochmal gegen den deutschen Nationalspieler, nochmal gegen Coman,
Coman. Hier traut er sich nicht mehr zu zupfen. Coman dann nochmal in die Mitte auf Marco Reus. Das muss es sein, das ist es nicht. Es bleibt beim 1:1. Das war die letzte Aktion der Partie. Die Magpies verschenken also wieder in den letzten 5 Minuten tatsächlich noch 3 sicher geglaubte Punkte und bleiben somit bei 2 stehen. Bitter für sie, gut für die Spurs, für die das natürlich Selbstvertrauen gibt, gegen den Tabellenführer hier zumindest einen Punkt geholt zu haben. Für die Magpies ist es bitterer als für die Spurs, die trotzdem die Köpfe hängen liegen. 1:1 zwischen den Spurs und den Magpies. Also ganz ehrlich, es ist anstrengend, so viel zu reden in dieser Episode, aber gut, auch 3 Spiele müssen mal sein. Watford hat noch 2:2 gegen Stoke gespielt und wir haben wieder 3 Punkte verschenkt, oder beziehungsweise 2, die wir jetzt im Endeffekt verschenkt haben. Das ist extrem bitter und nächste Episode darf das nicht passieren. Da spielen wir unter anderem gegen Swansea, da freue ich mich schon drauf. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Wir sind immer noch ungeschlagen, mal sehen, wie lange das noch so bleiben wird, wenn wir jetzt mittlerweile hier so schwächeln teilweise hinten drin. Wir haben noch irgendjemanden, der, glaube ich, gerade gesagt hat, er möchte aus der Jugendmannschaft raus, weiß aber gar nicht, wer das war, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Wir haben auf jeden Fall eine extrem starke Jugend. Ach ja, das war nur der Monatsbericht, von mir aus auch so. Kosawa, Ron-Robert Zieler und Dariama möchten übrigens weg. Das wussten wir ja auch schon länger. Ich bin einfach mal sehr gespannt, was die nächste Episode passieren wird. Die wird dann wahrscheinlich am Freitag oder Samstag kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, wenn euch diese gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Es ist wieder extrem warm draußen, also genießt das Wetter auf jeden Fall nochmal, bevor das Gewitter heute Abend kommt. Bis dann, haut rein und ciao.